Junkfoodtaster.com und jetzt gibt es BVB 09er Maracuja-Likör, genau ein Shot, 20 Milliliter. Ja, und die Firma ist natürlich nicht der BVB, sondern Klugmann. Maracuja, das wird interessant. Ja, also das gefällt mir sehr schön, sehr schöner Fanartikel, schöne Flasche. Ja, und hier hinten steht noch irgendwas. Das gucken wir uns dann an, wie ich es ausgetrunken habe. Ja, und was mir auch gefällt hat, ist der Preis von dem Zeug. Es kostet Maracuja-Likör 95 Cent. Stimmt das? Ja. Ja, sorry für den Krach da draußen, keine Ahnung. Ja, es ist Freitag, die Leute sind nach Hause gekommen, jetzt wird Krach gemacht. Irgend so eine. Ach du Scheiße. Die Nachbarin hat so ein Gebläse, mit dem sie das Laub wegbläst. Fast schon amerikanische Zustände hier. So, jetzt gibt's den Likör. Was haltet ihr von Nachbarn, die mit Laub gebläsen, Laub wegblasen? Wir haben hier, ich weiß nicht, aus was ihr, wo ihr herkommt, aus was für einer Gegend. Aber bei uns gibt's echt noch Leute, die Laub verbrennen, jetzt ohne Scheiße. Ja, harken das Laub zusammen und dann ab ins Feuer und dann schön die Nachbarschaft wegqualmen, ey. Oh, das gibt's bei euch auch noch solche Zustände? Ich weiß irgendwie total, können die nicht eine Harke nehmen, müssen die ein Laubgebläse nehmen? Egal, ihr müsst ausbaden, ihr habt Nebengeräusche auf Video. So, gut, jetzt wird gesoffen. Maracuja, mal sehen. Ja, etwas chemisch. Ich verzeih's euch trotzdem. Wenn. Muss man vielleicht ein paar mehr trinken. Es ist ein ziemlich knalliges Maracuja-Aroma. Schrammt knapp vorbei an zu chemisch. Den Engländern kann ich natürlich nicht mehr vortrinken, weil ich es ausgetrunken habe. Egal. Ich mache Englisch. So, I've just reviewed the liqueur. This is a very special liqueur. It's a fan article for Borussia Dortmund. And it was by manufactured by a factory called Krugmann. As you can see here, Krugmann.com. And it means like 2-0. So Dortmund shot 2 goals. Not clear against who. And who is like giving the next round? I like the bottle very much, like very unique shape. I like the price of it. It was just 59 cents for a good fan article. Yeah, it's passion fruit. The aroma they used is really intense. Unfortunately, I've drunken now everything. I haven't got a second one. It's really intense aroma. It's like bordering to being too chemical. Yeah. But it's still fine. Yeah, I also give the win because of the nice bottle and stuff. Yeah, and 09 is basically the year they were founded. Yeah. So. Yeah, the big German clubs. Bayern was founded 1900, Schalke was founded 1904 and Dortmund 1909. So, thanks for watching this review of this liquor. Yeah, and if you are a great football fan, you should visit Dortmund because they have a great stadium with a great atmosphere. So, thank you very much.